Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei den Mountain Farmers. Heute mit dabei der Michael, der Lenny, der Werner und der Paul. Einen wunderschönen, die Herren. Hallo. 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 So, Ducky ist leider immer noch nicht da. Nee, der wird auch, glaube ich, die nächsten zwei Folgen nicht da sein. Ja, ich ahne Schlimmes. Was machst du denn dann eigentlich die ganze Zeit? Also, hat er dir irgendwie eine Liste, eine To-Do-Liste geschrieben? Des Nachbarn Feldermähen mache ich hier. Ja, steht das auf der To-Do-Liste von Dark? Nee, oder? Aber er hat einfach mal so ganz provokant den Traktor mit Mähwerken da stehen gelassen, deswegen habe ich es einfach mal weitergemacht jetzt. Ah, okay, ja, er ist da manchmal, ne? Ein Schatz. Er ist ein Goldjunge, ich weiß ja. Ja, hast du das gesehen? Was hast du denn gemacht? Das denn schon Drift. Ja, also so ein Weidemann, der kann schon mal auf zwei Reifen fahren, ne? Ja. Wenn man Elektromotor hat zu viel Power, ne? Ich würde sagen. So. Mich wundert ja nicht, dass du keinen Akku mehr hast. Mich wundert nicht, warum er rückwärts weggeflogen ist. Wie ist das jetzt mit so einem Haus? Oh, da ist ja eins. Ist doch da. Machst du das auch noch schön oder bleibt das so? Wieso? Sieht nicht schön aus. Weil hier nach hinten ist so eine Kante drinne. Warte mal, ich mach mal kurz. Ich hab's nicht genau gesehen. Weißt du, wenn Geld keine Rolex spielt, Kante. Ne? Keine Rolex. Entschuldigung. Da kostet die Welt. Ich probier's mal. Ich muss erst den Honig retten. Den Honig retten? Ja, der ist gerade. Anderes Thema. Ist gerade wieder durch die Gegend geglitscht, oder? Weggeflogen. Ach, Quatsch. Oh, komm schon weiter, Mann. Ist der gute Wurfhonig. So besser? Der gute Wurfhonig, ja. Ja, lass mal so. Das Spaß hat jetzt zumindest die Honigschleuder, ne? Also schon ja, ja. Ja, das ist ja zweimal doppelt geschleuderter Honig dann. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich hab schon wieder eine Honigwabe gefunden. Doppelt geschleuderter Honig in Panzergläsern. Schön. Was kostet das Glas Honig bei euch? So viel wie so ein Geschoss von dem Leopard A2. Nee, wie heißt die? Ach, keine Ahnung. So ein Panzerding. Ja, und was kostet so ein Geschoss von so einem Panzer? Ich hab keine Ahnung. Ich sag mal eine Menge. Eine kleine Menge. Kann man wahrscheinlich von den Urlaub fahren. Oder ein Audi e-tron kaufen. Kannst du jetzt auch so. In der Tat, also ich war ja auch bei dem Verein mal eine Zeit lang und die haben damals wirklich Raketen verschossen, die haben, ich weiß nicht, ob es noch Mark oder Euro waren, 140.000 waren es auf jeden Fall, Mark oder Euro weiß ich nicht mehr, aber ist wahrscheinlich auch egal, das ist eine Menge Geld. Ja, für einen Schuss. Ja. Ich habe mich eingebaut. Was heißt für einen Schuss? Eine Rakete kostet 140.000. Aha. Ich glaube, es war ein Euro. Ja, selbst wenn es Bugs sind, ne? Es ist schon. Eine Hausnummer. eine Hausnummer. Für einmal Bums ist. Schon schön, ja. Und vor allem sind wir dafür nach Kreta geflogen, um damit zu schießen. Warum auch nicht, ne? Fast die Urlaub. Kann man sich so gönnen. Ich war in Kreta, da 140.000 Flocken auf den Tisch gehauen. Und das viermal hintereinander. Oha. Micha und sein Kühen geht's ganz gut. Männer, kurze Frage. Nächstes Tier in 0,7 Jahren bedeutet, sie sind geschlechtsreif oder wie? Reden wir jetzt von Kühen? Ja. Wie alt? Nächstes Tier in 0,7 Jahren. Meine Kühe sind alle 2 Jahre alt. Du kannst ja die einzelnen Kühe anklicken, dann sagen die dir ganz genau, wie lange das noch dauert. Ja, 0,7 Jahre steht bei manchen. Ja, dann sind bei die zwei, Kühe schwanger und dann dauert das jetzt noch 0,7. Genau, sind die trächtig und dann kommt das Kalb dann in 0,7 Jahren zur Welt. Ah, okay, das heißt, ab dem Zeitpunkt sollte ich dann auch anfangen, möglichst alles einzustreuen, ne? Ab dann, also das ist so die... Wir kriegen 3 Kühe. Die Babykuh kommt quasi zur Welt, dann hast du so eine, das nennt sich glaube ich Trockenstellungszeit oder sowas. Was? Und ja. Das Kalb dann quasi von der Mutter entwöhnt wird, das sind dann nochmal irgendwie, ich weiß nicht, in Seasons, kommt immer drauf an, wie lange die Season läuft, kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen, eine Zeit lang und dann produzieren die weiter Milch
Und du hast eine neue Kuh. Also die, du hast die nicht natürlich direkt, aber... Ja, okay. Wir kriegen drei Kühe. Da freut ja, ich frag aber nur, ob man halt den Rest reinpacken soll, aber dann... Und passt, das bessere Futter musst du eigentlich erst ab da machen, wo sie Milch produzieren. Und das ist nicht direkt nach der Geburt, das ist ein Stück danach. Okay. Ja, alles gut, dann brauche ich aber mir gerade noch nicht Sorgen machen, dass ich hier zum Beispiel Klee oder Luzerne Silage schnell mal besorgen muss. Uwe, wenn du die erste Impfung brauchst, kein Problem, kann ich machen. Okay. Von Uwe oder von dem Tier? Kann er sich auch so. ich rufe einen Profi, ne? Sagen wir so, wenn ich schon mal das Antibiotika angerissen habe, weißt du dann. Ja. Ob Tier oder Menschen Antibiotika ist dann auch noch egal. Ja. Ich sag's dir. Ich müsste mal mir mit dem Micha schnappen. Wir sind gleich wieder da. Na toll. Ja. Klingt nach illegalen Preisabsprachen. Was sowas von. Natürlich. Bis gleich. Und jetzt hörst du so, weißt du? Micha, ich steck schon wieder fest mit dem Elektroding hier. Das geht schon wieder nicht. Brauch einen Ersatzakku. Ja. ja. Wir müssten doch unsere Schweine auch mal wieder sauber machen. Können wir die hier einfach verkaufen? Wir haben genug Bienen. Nein. Kann man noch aus wenigstens Schinken machen oder sowas? Oh, guten Serrano-Schinken. Wir müssten vielleicht die Fleischproduktion mal mit draufnehmen, dann ging es bestimmt. Wo ist denn so eine Fleischproduktion, also platztechnisch? Oh, die braucht glaube ich schon ein bisschen Platz, mal gucken. Hier glaube ich mit dem Platz. Ich habe dir übrigens eine Aufgabe geschaffen. Wir kaufen da unten die PGA, dann passt das schön. Du hast eine Aufgabe hier. Ich habe eine Aufgabe, wieso? Ja. Hier liegen jede Menge Honigpanzergläser, die müssten fein säuberlich aufsortiert werden. Oh ne, du bist beim Händler. Nee. Volle. Ach, volle? Oh ne, die vollen, die geben mich nichts an. Ja, ja. Ach so, so ist er jetzt drauf. Da kommt die werfen ja jeder rein. Ist nicht mein Gebiet, weißt du? Ja, du darfst aber, wenn du willst, auch mal Traktor fahren, ne? Wir hätten da ein bisschen was zu tun. Nee, auch nicht machen. Ach so, okay. Der läuft dir nicht weg. Was müssen wir denn machen? Oh, ein bisschen Gras einsammeln, beziehungsweise ich habe schon überlegt, ob wir uns einfach mal eine Quaderballenpresse schnappen. Ja, soll ich kommen? Mein dann, Traktor steht hier gerade bei der Quaderballen. Ohne Autolohn verladen, das wird aber spaßig. Wieso, es geht doch Autostack. Ja, aber das ist ja langweilig. Du hast den auch genutzt. Ja, klar. Guck mal nicht so. Aber nur missionsmäßig, weißt du? Ach so. Also. Nur wegen dem Geld wäre es gewesen. Wir waren Geld ist auch nicht so schlimm. Geld. Ah ja. Alter, also ich hab 60% Schlupf, ey. Wie bist du hier hochgefahren? Easy, Deutzi. Ja. So schlecht ist er gar nicht, der Deutz, muss ich ja ehrlich gestehen, also. Nee, der ist wirklich nicht schlecht. Aber das hier ist auch so ein heftiger Steilhang. Das hat's einmal geleckt und seitdem kann ich nicht mehr gut fahren. Habt ihr was umgestellt? Nee, ich nicht. Nö. Aber ich hab's auch gerade gedacht, irgendwas war jetzt gerade ein komisches Leck. Steht was am Händler? Das kann sein, dass sie wieder die Boys wieder investiert haben. Honigbox voll steht da. Mit Geld, was eigentlich. Hey, da steht gehört. Eine Honigbox voll von uns. Wo? Im Shop. Honigbox? Wie geht das denn? Ja. Wo geht denn da hin? Ich weiß es nicht, aber das ist hin und wieder mal so. Das ist nicht unbedingt. Die sind doch Gläser, ne? Ja, die. Die kommen schon voll. Das wäre so ein richtig böser Bug. So, ich habe fertig. Super. Das ist ja quasi nur so ein Schneeballsystem. Du darfst halt dann nur nie damit aufhören. Weil sonst fressen nicht die Mietkosten der Gläser irgendwann auf. Weil du sie nicht zurückgeben kannst. Was für eine Mietkosten? Ich habe gedacht, ihr habt sie gekauft. Natürlich haben wir die gekauft. Die Mietengläser natürlich nur. Pfand. Pfand eben. Pfand. Eieiei. Jetzt müssen wir gucken, was wir so an Pressen drauf haben. Wir haben noch eine Presse. Ja, aber Rundballen. Richtig. Weißt du, wo die hingehen? Von Klaas? Warte, ich guck nach, was wir haben. Ja, die kleine ja, Klaas. Ja, klar. Rundballenpresse. Genau. Guten Tag, oh Gott. Habt ihr was habt gekauft? Nee. Was? Das hat doch geleckt. Ja. Ich hatte vorhin eben was verkauft, unseren Striegel, den wir nicht brauchen. Ja, da würde ich auch eine Besprechung einleiten. Ja.
wichtige wirtschaftliche Entscheidung. Habt ihr demokratisch abgestimmt, oder? Ja, ja, wir haben demokratisch abgestimmt. Ja, wir haben so ein Wahlmännersystem. Ja, wir hatten ihn ja von Anfang an, aber du, wenn du auf die Karte mal guckst, du hast ja einfach nur überall so ein paar Minipunkte an Unkraut. Da lohnt es sich nicht, mit dem Striegel rüber zu fahren. Ich habe auch zu Dagi gesagt, wir schütten das Gift oben aus, es kommt von alleine unten an. Perfekt, ja, gut. Müssen wir uns um nichts Gedanken machen. Das ist ja so ähnlich lief das bei uns auch, nur ich habe mich hier gesagt, wir hauen einfach weiterhin Dünger drauf und lassen Unkraut sein. Ne? Aber oh, der ignorante Uwe ist heute unterwegs. Ja, was heißt denn ignorant? Das nennt man Bio-Landwirtschaft. Wo hast du das denn gelesen, in welchem Frauenmagazin? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt einfach mal rausgehauen. Oh Gott. Also, wenn irgendeine Uni noch einen Professor für Biolandwirtschaft braucht, fragen Uwe. Ich melde mich freiwillig. Ah, Professor, Alter. Professor Uwe ist aber auch ein schöner Name. Aber nur, wenn ich Professorstatus kriege, nicht nur so einen Dozentenstatus, ne? Professor Dr. Uwe? Ja. Ja, den Doktor muss ich ja selber machen. Zum Professor wirst du ja ernannt. Ach so. Du wirst eher von Ehrendoktor, ist kein Problem. Ja gut, Ehrendoktor nehme ich auch. Professor Dr. Uwe Neumann, ist doch perfekt, oder? Ja, ich sag's doch eigentlich. Halte ich für schwierig. Ich habe mal einen Videotitel. Ja. So. Spaß beiseite. Ich suche Arbeit. Micha, du stehst Glas hier. Glas einsammeln. Nee, ich habe eben schon zu Micha gesehen, als ich gesehen habe, auf welchem Feld Werner und jetzt Paul unterwegs ist. Das Feld nehme ich nicht. Das andere am Hof ist auch fertig. Also wenn du willst, kannst du auch gern mähen. Dann hole ich mir den Ladewagen und sammle bei den Gras. Wie du möchtest. Ich nehme den Ladewagen, aber ich würde gerne dein Schlepper dafür nehmen. Okay, dann hänge ich mal. Das wäre super, es tut mir leid. Ich würde dir auch meinen Schlepper dafür laden. Uwe. Wie bitte? Was? Kannst auch meinen Schlepper haben dafür. Nee, ich fahre hier schön. So, wir machen jetzt mal ein bisschen die Eigenregie, wenn der Tag nicht da ist. Ich will das jetzt einfach mal mit dem Honig ausprobieren. Das sieht mir tatsächlich nach einer vollen Wabe aus. Huch. Und wir haben ja das ganze Honigzeug hier nach oben geladen. Sag mal! Es ist zu schwer für mich. Ich kann es einfach nicht tragen. Ah, jetzt geht's. So. Das hier müsste ja... Ah, ich habe den Deckel vor... Oh. Aha, da ist ja schon was drin. Okay. 3 Honig. Oh Gott, wie geht denn das hier? Oh Gott, das ist ein Eimer. Okay. Die sieht leer aus, dann nehmen wir die wieder mit. So. Erstmal runter, ne? Also. Ja, so. Ich habe vorher nämlich eine Honigwabe ausgeladen. Oh, jetzt habe ich die Tür hier zugemacht. Das ist auch natürlich super. Werner hat das Schild aufgestellt. Er hat gar keine Berechtigung, hier Schilder aufzustellen. Das weiß ich doch nicht. Er hat nur hingeschrieben, ich habe keinen Bock auf den Scheiß Gras zu verschenken. Also. Er ist auch gemutet. Ich weiß nicht, ob er das weiß. Das sieht gerade nicht. Es fehlt die Reaktion, das ist langweilig. Ja, ich hab's nicht gesehen. Ich hab gerade mit mir selber eine Diskussion geführt, deswegen. Ja, aber unser Hintergrund gehört, das ist aber schwierig, oder? War harte Verhandlungen. Kann ich mir vorstellen. Aber man muss auch mal produktive Gespräche führen, weißt du? Ach so, mal mit kompetenten Leuten reden. Bitte? Mal mit kompetenten Leuten natürlich reden. Mach's mir aber manchmal auch selber nicht einfach. So, eigentlich ist ja der erste Weg zur Besserung und hab so. Hab ich auch schon gehört, ja. Ah, ja, da ist ja nichts frei. Na toll. Du hättest auch bei der Kreuzung gerade ausfahren können, statt rechts abbiegen. Dann wärst du genau auf der Wiese gekommen. Aber egal. Ja, ich wollte erstmal kurz den Stift gucken lassen, wenn ich hier halb wieder eure Piste runterrutsche. Was wolltest du machen? Ich hab's auch nicht so verstanden. Erklär nochmal. Nee, das erkläre ich nicht. Der Angsthase. Also du kennst das bestimmt, Lenny. Ich habe noch nie Angst gehabt. Mhm. Ich auch nicht. Außer heute vor meinem Corona-Test. Und alles gut. Boah, echt? Warst du hin? Was? Was? Ich hab 3 Leute gleichzeitig gesprochen. Ich hab nichts verstanden jetzt. Ob du einen machen musstest? Ja. Muss es jetzt die ganze Bevölkerung oder hast du einen speziellen Grund? Ich muss erstmal mit dem kleinen Penis müssen hin. Ey, wir machen hier auch Kinderfernsehen. Das ist so ähnlich. Nee, müssen nicht die ganze Bevölkerung. Nee. Ah, okay. Das heißt nur, wenn du Anzeichen hast oder irgendwie Schnupfen oder so. Ja, oder wenn du irgendwie im
im näheren Umfeld jemanden hast. Und wann gibt es dann die Ergebnisse? Ich habe tatsächlich einen Express-Test gemacht, da war 2 Stunden später war das Ergebnis da. Ah, okay. Sowas geht. Ich musste einen machen, das war im März, glaube ich, oder sowas, oder April. Das hat noch ewig gedauert. Ich habe 4 oder 5 Tage auf den Test gewartet. Ja, mittlerweile sind die da relativ fix bei uns. Und solange darfst du ja nichts machen, ne? Also du musst ja zu Hause bleiben und so. Ja, ich von gehört. Na, aber dann hätte ich auch lieber den 2-Stunden-Test genommen. Ja, das gab es damals noch nicht zur Option. Ja, gewusst wie, Lenny, gewusst wie. Aber ich würde sagen, damit sind wir für heute erstmal am Ende. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns am Dienstag zu einer weiteren Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.